Die Substanzen, die uns interessieren, bestehen aus winzigen, nanoskopischen Aggregaten von Metall- und Halbmetallatomen. Diese bringen einige ihrer Charakteristika in diese kleinen Dimensionen mit. Es entstehen aber auch ganz neue Effekte, weil die Atome eben nicht mehr im Verband unzähliger Nachbarn vorliegen, sondern nur zusammen mit 100 bis 50 anderen Atomen die Clustermoleküle bilden. Diese Stoffe kommen so in der Natur nicht vor und zeigen daher ungewöhnliche, bisher unbekannte und auch für uns immer wieder überraschende Eigenschaften, die wir aber immer besser kennenlernen und daher auch gezielt ansteuern können. Uns begeistern die Kombinationsmöglichkeiten, die wir mit unserer Herangehensweise an die Clustersynthese erreichen können, indem wir kleine Bausteine bestimmter Elementkombinationen miteinander vereinen. Daraus erwächst eine schier grenzenlose Vielfalt an möglichen chemischen Zusammensetzungen der Cluster, deren Analyse dann entsprechend herausfordernd, aber eben auch unglaublich lehrreich ist. Unser Traum ist es, mit unseren Clusterverbindungen auf Dauer zur Lösung wichtiger Fragen unserer Zeit beizutragen, indem wir neue Materialien für effiziente Energiekonversionen oder neuartige Batterien entwickeln. Auf diesem Weg sind wir unterwegs und wir werden ihn konsequent weiterverfolgen.